Herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Runde 13. Und ihr seht heute wieder so gut aus. Ja, ich würde am liebsten diesen Betäubungsmittelstuhl nehmen und den mir selber einverleiben. So. Brenda? Nein. Tür? Nein. Okay, dann nicht. Die Tür. Okay, der Typ hat einen Knarre. Ein Knarre. Oh, warte mal. Sehe ich da einen Schalldämpfer? Ich habe schon erwähnt, dass ich Schalldämpfer mag. Und zwar sehr, sehr gerne. Ich habe schon erwähnt, dass ich mehrere Gegner auf einmal nicht mag. Ups. Alarm! Nein, nicht Alarm. Oh oh. Naja, okay. Schreihilfen sogar da. Ups. Nee, sind sie die nicht schon? Guter. Ja, der Schalldämpfer hat nicht so einen geilen. Ja, wie man das so ausspielen kann, so einen Schalldämpfer-Klang halt. Kamera? Wieso hier denn, weißt du, wieso hier denn, ich kann doch nicht sneaky sein. Guten Tag. Eure Augen sind auf. So, ich will den beklauen, hallo? Gebt mir eure Habe. Damit ich sie habe. So, okay, hier war eine K.O.-Flasche, ein K.O.-Besen. Eine Tür, die ich nicht benutzen kann. Ich hätte bestimmt. Oh, da ist einer. Ich hätte bestimmt besser aufpassen können. Ja, aber. Ne. Warum? Bin nur jetzt hier. Nein, war ein Versehen. Also, ich hätte den am liebsten weggeheadet und den nächsten dann auch. So, das war der Plan. Dieses Instrument ist nicht stimulierend. Und wie ist's mit diesem? Glück, oh oh. Und nun sag mir, wer hat die Schwester im Block C ermordet? Ich weiß nicht. Sie ist gestorben, bevor sie mein mächtigstes Instrument kennengelernt hat. Oh, so ein Instrument habe ich auch. Nein! Sie war gerade dabei, meinen Verben nachzudenken. Wusstest du das? Hä? Okay. Dr. Johansson. Okay, wir brauchen einen Ausweis. Ja, ein extra Ausweis für die extra Tür. Oh, was ist hier? Der Feuerraum. Hier wird das Feuer gelagert. Für etwaige Feuerbestattungen. Was gibt's hier? Ein Knopf. Was macht der? Ach, ah, okay. Ist tatsächlich ein Krematorium hier. Oh. Eins. Er hätte wenigstens den Luftschacht zur Leichenkammer schließen können. Vorsicht! Was? Was? Habt ihr mich gesehen? Bitte, erschießen Sie mich nicht! Nein. Kein Problem. Entschuldigung. What? Wer schießt denn hier? Mann. Haben die Alarm geschlagen? Hat das... Oh, das fand ich jetzt doof. Ja, das mit der Waffenauswahl, das... ich mach das mit dem Mausrad. Weil auf meinem Keypad natürlich keine Zahlen oder so sind. Ich brauche allerdings den Platz in der Mitte von meinem Tisch für meinen Hallschutzbären. Und deswegen spiele ich lieber mit dem Keypad statt mit der geilen, extra teuren Tastatur, die ich habe. Wenn das Sinn macht, ja. Wenn nicht, bitte ignorieren. Oh, hallo. Hallo. Sind die alle auf? Nee, ne? Nur die. Oh, ne? Ich muss nämlich wahrscheinlich oben hin. Für alle, die so ein bisschen erhaben sind, genau. Okay. Ja, auf jeden Fall, deswegen vertübel ich mich manchmal mit den
Päckchen Waffen hier. Ah, passt schon. Bisher ist es ja noch nicht allzu viel Probleme gemacht. Muskeliges Gitter, weg da. Ein Checkpoint. Hämmern wir auf die Checkpoint-Taste. Yes. Please. Dr. Johansson, ich verstehe nicht. Die Tür ist verschlossen. Ich verstehe das auch nicht. Ja. Ja, auch nicht. Oh. Öffnen Sie die Tür, Dr. Johansson! Oh, komm. Dr. Johansson! Jetzt gibt's eine Show. Was für ein Albtraum. Ja, wieso? Der macht doch gar nichts. HS steht für Heil Satan? Keine Ahnung. So, weiter geht's. Lalala, oh, Zwischendecken. Ja, und jeder Handwerker denkt jetzt genau das Gleiche. So eine Zwischendecke, auf der du so rummarschieren kannst. Hübsche hier. Krankenschwestern sind selten nope. In Plain Rock. Wusstest du das? Oh. Der ist hin, kleines, mieses Dreckstück. Was? Was ist denn da los? Was macht ihr denn mit den Frauen? Scheiße. Hä? Nun, Nummer 13. Der Doktor möchte Sie sehen. Also los, es ist Zeit für die Anatomiestunde. Komm schon. Nur ein Messer. Ups. Ja. Der hat natürlich ein Wurfmesser-Diplom gemacht. Ich habe eins im Knarromat. Knarrenkunde. Sogar ein Live-Ball mit dem Ball, da gibt's ja nichts. Na komm. Wollte ich gar nicht. So, dich wollte ich. Oh. No homo, no homo. Hier, koste das. Nein, no homo, hab ich gesagt. Ich geh noch eh. Okay. Ja, Nummer 20. Messer her. Ja, gleich, entspann dich. Der hat mit dem Wurfmesser operiert. So kann das ja auch nichts werden, Dr. Johansson. Wenn ich durch dieses Fenster gucken will, dann krieg ich so ein Gittermuster vor Augen. Aha, noch mehr Messer. Das Kloster. Hör zu, es gibt 20 von ihnen. 20 Verschwörer, die sich hinter Nummern verbergen. Meine Herren, es ist mir eine Ehre, die Pforten meiner bescheidenen Behausung den Führern unserer Organisation zu öffnen. Da der Ruhm dieses Ortes unserem gemeinsamen Ziel würdig ist, schlage ich vor, unsere Hauptversammlung hier abzuhalten. Ja, scheiß Ku Klux Klan. Oh, Magic. Ja, oh, ich muss husten. Verdammte Cola eines nicht genannten Herstellers Light. So. Zeig mir deine Geheimnisse. Kasten in der Wand. Enterhaken. Noch mein Schlüssel. Sender. Endlich. Sein Sender. Bitte. Was ist mit ihr? Er ist so ganz ruhig. Okay. Oh, vielen, den darf ich umlegen, Dank. Oder was? Er ist da drin. Entsichern. Ja, toll. Gut, dass ich sie gerettet habe. Nehmen Sie mich als Geisel. Sie haben keine Wahl. Ja. Na gut, wenn du es sagst. Ja, komm schon, ich will dich nehmen. Was ist los mit dir? Komm. Ach, muss ich jetzt erst eine einhändige Waffe nehmen? Ah, alles klar. So, Mädel. Weg von der Tür, ich habe eine Geisel. Ja. Hä?
halte uns wieder in den Hintern. Muss ich eigentlich lang? Ich weiß gar nicht. Ich denke. Ja. Scheiße auf die Geisel, ey. Was soll das denn? Okay, das Spiel ist nicht vorbei. Komm her. Jetzt im Ernst, das Spiel ist nicht vorbei, obwohl die Geisel gestorben ist. Und die ist nicht raus. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich meine, okay, ist ja irgendwo realistisch. Jetzt aber auch realistisch, wenn wir in der Tür hängen bleiben, wo man Code für braucht oder so. Ich weiß nämlich gerade mal gar nicht, wo ich lang muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt dran scheitern, dass wir die Geisel nicht haben, weil uns irgendeine Art Code fehlt. Hier, okay. Achso, nee, war nur. Ja. War nur so ein. Ich drücke den falschen Knopf, statt nachladen, heile ich mich. Jones, empfängst du mich? Laut und deutlich. Ich bin über dir. Komm da raus, schnell! Mach bitte die Tür auf. Danke, deine Kooperation darfst du sterben. So, Brenda, das war schön. Hey! Los, hinter das Steuer! Ich mach ja, aber tun Sie mir nichts, bitte! Alarm! Mit diesem Krankenwagen kommen Sie nirgendwo hin. Wir sind mitten in der Wüste, hier ist nichts als Sand. Das ist Wahnsinn, hier schießen Sie wie einen Hund. Hey, Vorsicht! Ah! Erstmal geil in den Krankenwagen rein. Fahren Sie! Und das Mädel so, nein! Ich mach erstmal so ein bisschen mein Jäckchen auf. Hallo? Sie sind, aber ich werde sie niemals vergessen. Natürlich nicht, aber ich vergesse sie, denn ich leide unter Amnesie. Tschüss, Mutter. Hey, oh. Viel Glück. Ja, danke. Die ist ganz schön entspannt. Aber ist auch ein Wunder mit dem geilen Stecher hier. Hübscher als du. Und seine Männer sind uns auf den Fersen. Blasgesicht. Das Taxi wartet auf dem Grund des Canyons. Komm schnell, das Taxometer läuft schon. Okay. Mit Munition rum. Mann. Okay, ich werde schnalpern. So, Apeface. Oh. Der nächste. Ach ja. Ups, den brauche ich natürlich nicht, ne? Was? Was? Jeden erwischt der bisher. Ja. Ich mach mal den hier. Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber ich werde Sie niemals vergessen. Okay. Das ist freundlich. Hey! Viel Glück! Ja. Die hatten eine Panzerfaust. War nicht gerade nett. Hör auf, den Kavalier zu spielen. Mongos und seine Männer sind uns auf den Fersen. Mongo. Das Taxi ist auf dem Grund des Canyons. Komm schnell, das Taxi-Meter läuft schon. Ja, ja. Mongo und seine Männer. Die können mir mal schön, sonst wo runterrutschen.
mal sogar geblutet, die Luft. Komm, du willst es doch. Ich weiß es. Komm schon. Komm schon. Komm. Nochmal. Tap. Endlich. Kann ich noch einer? Nein? Okay. Und sie? Ja. Warte. 1, 2, 3. Ja. Sind auch noch die Aua gemacht. Jetzt haben wir aber Schwein gehabt. Nur zwei Schuss. Jetzt sind Krempel. Sehen. Einen haben wir noch. Oh. Sniper Revolver. Boah, hat's geschafft. Gut. Danke, dass ihr mir dabei geholfen habt. Aber jetzt muss ich alleine weiter. Bis morgen. Ich werde in dieser Zeitschleife hier warten. Danke fürs Zusehen.